Zur Klassifizierung der verschiedenen Bitumenarten und Sorten und der Beurteilung ihrer Eigenschaften werden unterschiedliche Prüfmethoden herangezogen. Drei häufig verwendete Prüfverfahren sind die Nadelpenetration, der Erweichungspunkt Ring und Kugel sowie der Brechpunkt nach Fraß. Bei allen Untersuchungsmethoden sind die unbedingte Einhaltung der Prüfparameter und die sorgfältige Probenvorbereitung Bedingungen für zuverlässige Ergebnisse. Um eine zuverlässige Vorhersage über das Verhalten von Bitumen bei niedrigen Temperaturen treffen zu können, wurde vor vielen Jahrzehnten die Bestimmung des Brechpunktes nach Fraß entwickelt. Ursprünglicher Anwendungsbereich waren die verwendeten, unmodifizierten, relativ weichen Bitumen. Die exakte Einhaltung der Normvorgaben ist hier, wie bei der Ermittlung aller Bitumenkenngrößen, Bedingungen für zuverlässige Ergebnisse. Die Probe wird zunächst entsprechend der Norm zur Probenvorbereitung, DIN IN 12594, behandelt. Dann werden ca. 0,4 Gramm auf ein entfettetes Metallplättchen aufgeschmolzen oder aufgepresst. Die genaue Menge des eingesetzten Bitumens bestimmt sich aus seiner Dichte. Die Maße und Materialzusammensetzung des Plättchens sind genau festgelegt. Die präzise Beschichtung des Metallplättchens sorgt für eine definierte, immer gleiche Stärke des zu prüfenden Bindemittelfilms auf dem Testplättchen. Nach Ablauf der festgelegten Abkühlzeit wird das Plättchen in die Prüfapparatur gesetzt und der Prüfvorgang beginnt. Dazu wird die Umgebungstemperatur des Probekörpers um genau 1 Kelvin pro Minute abgesenkt und dabei das Plättchen mit einer bestimmten Geschwindigkeit gleichmäßig bis zu einem Endpunkt durchgebogen und wieder entspannt. Sämtliche Randbedingungen des Biegevorgangs sind in der Prüfnorm DIN EN 12593 definiert. Die Differenz zwischen der Temperatur der Kühlflüssigkeit und der Temperatur in der Messkammer kann nicht direkt gemessen, aber mit Hilfe von Erfahrungswerten zuverlässig abgeschätzt werden. Während der Abkühlung wird das Bitumen auf der Metalloberfläche immer zäher. Und der Biegeprozess erfordert die Überwindung immer größerer Kohäsionskräfte, bis es zu einem Riss oder Bruch in der Oberfläche des Bitumens kommt. Die Temperatur an der Probe, bei der dieser Riss auftritt, ist der Brechpunkt nach Fraß. Zur Bestimmung werden üblicherweise zwei Probekörper gemessen. Die gemessenen Brechpunkte dürfen nur um maximal 3,0 Kelvin voneinander abweichen, um als zulässige Einzelwerte betrachtet zu werden. Wird der Toleranzbereich überschritten, so ist die Messung zu wiederholen. Das Prüfergebnis ist der Mittelwert zweier zulässiger Einzelwerte. Um den hohen Zeitaufwand für diese Messung zu reduzieren, wurde die klassische Handmethode zwar schon vor Jahren durch eine automatische Prüfung abgelöst. Im Zweifelsfall oder bei einer Schiedsuntersuchung sind die Ergebnisse jedoch durch manuelle Prüfung zu ermitteln. Bei der automatischen Prüfung wird, je nach System, eine elektrische Spannungsänderung oder ein plötzlicher Abfall der erforderlichen Kraft zur Durchbiegung des Probekörpers gemessen, um den Riss des Bindemittelfilms zu erkennen. Bei der manuellen Prüfung erfolgt die Risserkennung optisch. Die Ergebnisse lassen auf das zu erwartende Tieftemperaturverhalten von Destillationsbitumen schließen. Für modifizierte Bitumen eignet sich diese Bestimmungsmethode nur sehr bedingt. Ihr Kälteverhalten wird nicht zuverlässig bestimmt. Dies zeigt sich besonders daran, dass polymermodifizierte Bitumen in der Praxis eine deutlich höhere Stabilität gegenüber Kälteeinflüssen aufweisen als Straßenbaubitumen. Die im Test ermittelten Brechpunkte nach Fraß lassen das nicht unbedingt erkennen. Bereits vor mehr als 10 Jahren wurden aus diesem Grund Methoden entwickelt, die den Weiterentwicklungen bitumenhaltiger Bindemittel Rechnung tragen. So hat sich beispielsweise die Prüfung mit dem Biegebalkenrheometer, BBR, als geeignetere Methode zur Ermittlung des Kälteverhaltens von modifizierten Bitumen erwiesen.